Heute überprüfe ich mein eigenes Portfolio. Und die erste Frage, die sich dabei stellt, ist, wie oft soll man das tun? Die einfache Antwort lautet, nicht zu oft. Und der Grund ist einfach, Aktien haben kein Verfalldatum. Sie verfaulen nicht, sie verschwinden nicht und bei den meisten Banken kosten sie auch keine Verwaltungsgebühren. Ich habe mit meinem Portfolio 2015 angefangen. Und das ist meine erste Portfolioüberprüfung. Das ist fast 5 Jahre später. Warum habe ich damit kein Problem? Nun, die Aktien in meinem Portfolio haben das gemacht, was sie tun sollen. Sie haben eine Rendite erbracht. Also, fangen wir an. Können Sie sich noch an das Königsprinzip der Portfoliopflege erinnern? Es ist Diversifikation gegenüber Zeitaufwand. Ich habe aber noch ein zusätzliches Problem. Ich habe über die letzten 4 Jahre jedes Jahr ein neues Portfolio angelegt. Ich habe das gemacht, weil ich meine Investitionen ja auf dem Internet, auf YouTube dokumentiere. Und ich wollte sehen, ob gute und schlechte Jahre andere Resultate bringen. Es ist aber so, dass in den letzten 4 Jahren die Börse nur raufgegangen ist. Es gibt also eigentlich gar keinen Unterschied. Aus diesem Grund beschließe ich, die erste und zweite Saison zusammenzulegen in ein Portfolio und die dritte und vierte ebenfalls. So habe ich nur noch 2 Portfolios und das ist einfacher zu handhaben. Nun stellen Sie sich vielleicht die Frage, wie viel Portfolio brauchen Sie? Und die einfache Antwort ist auch, Sie brauchen nur ein Portfolio. Das ist am einfachsten. Es gibt aber eine Ausnahme und das ist dann, wenn Sie andere Sparziele haben. Wenn Sie zum Beispiel für ein Haus sparen und für den Ruhestand, dann sind das unterschiedliche Ziele mit unterschiedlichen Zeiträumen. Und es ist so, wenn Sie einen viel längeren Zeitraum haben, können Sie riskanter anlegen, als wenn Sie das Geld relativ bald brauchen. Und in diesem Fall lohnt es sich dann auch, mehrere Konten zu führen. Schauen wir uns also die Einzelheiten im Portfolio an. Ich verwende dafür die Google-Tabellenkalkulation, die wir von Obermatt zur Verfügung stellen. Ich trage dort alle Aktien ein, die in meinen beiden Portfolios sind. Und dann sortiere ich nach Größe der Unternehmen. In jedem der beiden Portfolios habe ich etwa 200.000 Franken investiert. Alles, was unter 2.000 Franken ist, ist wirklich klein. Weniger als 1% meines Gesamtvermögens in diesem Portfolio. Wenn ich so sortiere, finde ich 6 Aktien mit Holdings unter 2.000 Franken. Die ersten beiden Aktien sind Konkursfälle oder Probleme mit Konkursen. Das ist das Unternehmen Debenhams in England, das einen Betrugsfall hatte, und das Unternehmen Meyer Burger in der Schweiz, das große Probleme hatte mit der chinesischen Konkurrenz. Ich entschließe mich, diese beiden Aktien einfach mal zu verkaufen, weil das ist mir zu kompliziert. Es bleiben noch 4 weitere Titel mit relativ tiefen Anteilen in meinem Portfolio. Das erste Unternehmen, G4S, ist ein Spezialfall. Es ist ein englisches Unternehmen, ich habe das an der englischen Börse gekauft und als ich den Aktienpreis angeschaut habe, habe ich gedacht, er sei in Pfunden, in englischen Pfunden notiert. Aber die Engländer machen das so, dass sie in Pence die Aktien notieren, das heißt in Rappen, in Cents. Und das bedeutet, ich habe nur 1/100 gekauft von dem, was ich eigentlich kaufen wollte. Und jetzt ist der Anteil extrem klein. Ich muss also entscheiden, was ich jetzt mit dieser Aktie tue. Und dann habe ich noch 3 weitere Aktien und die habe ich gratis erhalten. Das sind Spin-Outs. Da habe ich Aktien vom Mutterhaus besessen, die habe ich schon gekauft. Und das Mutterhaus hat entschieden, einen Teil auszugliedern und diesen Teil den Aktionären zu schenken. Von Novartis habe ich Alcon erhalten, von Atlas Copco in Schweden Epiroc und von Metro in Deutschland Seekonomy. Ich werde nun also in den nächsten 4 Videos überlegen müssen, was ich mit diesen 4 Aktien tue. Fassen wir zusammen. Als erstes habe ich meine Portfolios zusammengelegt, weil man eigentlich nur ein Portfolio braucht und wenige Portfolios weniger Arbeit sind. Dann habe ich die Aktien identifiziert, bei denen ich nur sehr kleine Anteile im Portfolio habe und ich muss nun entscheiden, was ich mit diesen Aktien tun will, kaufen oder verkaufen. Und schließlich, und das ist vermutlich das Wichtigste bei der Portfoliopflege, machen Sie es nicht zu oft. Ich mache meine Portfoliopflege das erste Mal nach 5 Jahren.